Thanas ist hier und möchte mit dir sprechen. Harkin. Kaslo hat mir von deinen Erfolgen gegen die Roga-Herrscher erzählt. Dies ist eine Leistung, derer meine eigenen Männer nicht fähig waren. Ist doch verdammt nochmal nicht leicht, sie in die Knie zu zwingen. Sag mir, wie es geht. Man braucht Geduld, ein gutes Auge, einen starken Arm. Dieser Krieg dauert schon viel zu lange und sein Preis ist viel zu hoch. Mein Volk leidet und ich kann es nicht verteidigen, solange ich an diesem gottverlassenen Ort festsitze. Aber jetzt sieht es schon besser für uns aus. Schlachten wurden gewonnen, doch der Krieg geht weiter, Harkin. Wir haben uns durch die Roga durchgeschlagen, um euch endlich hier rauszuholen. Nein, Harkin. Antanas ist derjenige, den die Roga suchen. Sie werden ihn jagen, wo immer er auch hingeht. Aber jetzt haben wir einen Plan, der die Schlacht direkt vor die Pforten unseres wahren Feindes trägt. Ihr meint die Roga? Nein, Harkin. Ich meine den Gott selbst. Einen Gott kriegt man nicht alle Tage zu töten. So ist es. Und wie soll ich das anstellen? Du musst in das Reich der Roga zurückkehren und dort die verbleibenden Herrscher töten. Sobald sie fort sind, hat Adir keine andere Wahl, als sich selbst dem Kampf zu stellen. Wenn das geschieht, kannst du ihn vernichten. Warum hält sich Adir zurück? Er ist ein Gott. Seine Herrscher haben ihn in diesem Krieg vertreten. Sobald du sie vernichtet hast, hat Adir keine andere Wahl, als selbst das Schlachtfeld zu betreten. In diesem Moment stößt du deine Klinge in sein verdorbenes Herz und beendest seine Existenz. Ich verstehe. Nicht alle Herrscher befinden sich im Tempel, Harkin. Einige könnten näher am Ort des Ursprungs zu finden sein. Du wirst
dies hier brauchen, um ins Herz des Rogerreiches zu gelangen. In die Kammer der Täuschung. Jetzt sollte es dir möglich sein, mit deinem Handschuh den Weg in die Hand Gottes zu öffnen. Viel Glück im Kampf, Hakin. Sollten wir uns wiedersehen, wird es zur Feier deines Sieges sein. Hakin, bevor du gehst... Ja? Hier geht etwas Seltsames vor sich. Ich weiß nicht genau was, aber ich werde es noch herausfinden. Mein Bruder Simon wird vermisst. Ihr seid Harkin, nicht wahr? Man sagt, ihr fürchtet keinen Menschen. Ich freue mich, euch zu treffen. Ich heiße Matthäus. Mein Bruder Simon wird vermisst. Wo hast du ihn denn zuletzt gesehen? Er ist ein Mönch wie ich. Er ist möglicherweise im Weinkeller. Dort geht er recht oft mit diesen anderen Aufrührern hin. Ich hoffe nur, dass es ihm gut geht. Ich halte die Augen offen. Ich danke euch. Ein Wiedersehen. So stimmt es. Antanas schickt dich zurück zu den Dämonen. Was interessiert es dich? Es ist so. Ich habe ein paar Männer entwischen lassen. Treulose Verräter der Wache. Wie Ratten sind sie geflohen, rein in die Wegpforte. Wenn du sie auf der anderen Seite findest, solltest du sie im Namen unserer Sache niederstrecken. Ihr Trupp hat eine besondere Tätowierung auf dem Arm. Das wäre mir ein Beweis, dass diese Bastarde in der Hölle schworen. Ich habe sie bereits getroffen. Also sind sie tot, nehme ich an. Sie waren mir nicht gewachsen. Wo ist jetzt meine Belohnung? Belohnung? Natürlich. Bringe erst den Beweis, dann können wir reden.